Im Laufe von 2000 Jahren entwickelte sie sich zu einer der größten Städte der Welt, zu einer modernen Megametropole, die britische Hauptstadt London. London ist das Produkt bautechnischer und architektonischer Meisterleistungen von Eisenbahnen, Brücken, Kathedralen und Wolkenkratzern. Der technische Fortschritt beschleunigte Londons Wachstum, oft vor dem Hintergrund von Katastrophen. Heute ist die Lebensader der Stadt zu ihrer bisher größten Bedrohung geworden, die Themse. Seit der Römerzeit ist die Themse Londons Existenzgrundlage. Sie brachte den Wohlstand. Doch der Fluss, der London ernährt, birgt auch vernichtende Urgewalten, wenn Technik... Dieser Film handelt von den Menschen und den Ereignissen, die diese faszinierende Stadt schufen. Auf den ersten Blick sieht London aus wie jede andere Metropole. Glas und Stahl dominieren die Skyline der Innenstadt. Straßen und Schienenwege verbinden sie mit den Vorstädten. Doch London ist keine gewöhnliche Großstadt. London dominiert ganz Südengland. Die Stadt bedeckt mehr als 1500 Quadratkilometer. Acht Millionen Menschen leben und arbeiten hier. Täglich legen sie 27 Millionen Fahrten zurück. Auf 13.000 Kilometern Straße, 1.000 Kilometern Eisenbahn- und U-Bahn-Strecken und über 30 Brücken. Seit etwa 10 Jahren bietet London fantastische Arbeitsmöglichkeiten für Designer. Die Stadt erlebt eine wahre Renaissance. Aus Asien und den USA fließt das Geld zu uns. Hier arbeiten die besten Architekten und Ingenieure, entwerfen Brücken und Hochhäuser. Das hätte man sich vor 10, 15 Jahren nicht träumen lassen. Aber London wäre heute nicht London ohne seinen Fluss. Die Themse ist 350 Kilometer lang und bis zu 35 Meter tief. Sie ist Londons Lebensader, die die Stadt mit dem Rest der Welt verbindet. In der Zeit des Empire liefen die großen Schiffe den Hafen an und brachten Baumwolle, Gewürze und alles andere, was London zu einer ganz besonderen Stadt machte. Alles kam über den Fluss. Ohne ihn würde London nicht existieren. Doch im Gegensatz zu Flüssen, die durch andere Städte fließen, gehorcht die Themse den Gezeiten. Ihre direkte Verbindung zur Nordsee bewirkt, dass der Pegel zweimal am Tag erheblich steigt oder fällt. Dieser Einfluss der Gezeiten birgt eine ständige Gefahr, Überschwemmung. Wenn ein Atlantiktief den Norden Großbritanniens überquert und starke Winde dazukommen, entsteht eine Flutwelle, die in die Themsemündung gedrückt wird. Historische Quellen belegen, dass die Themse schon oft über die Ufer getreten ist. Viele Menschen mussten das mit dem Leben bezahlen. Wie konnte sich an einer so verwundbaren Stelle eine so riesige Stadt entwickeln? Die Geschichte Londons und seines Flusses beginnt vor 2000 Jahren. Im Jahr 43 vor Christus marschieren römische Legionen durch Südengland. Ihr Auftrag: Britannien erobern. Der römische Kaiser Claudius hat 40.000 Soldaten geschickt, um die Briten zu unterwerfen und einen Militärstützpunkt aufzubauen. Die Römer erkennen sofort das strategische Potenzial der Themse. Auf den Hügeln des Nordufers errichten sie ein Nachschublager, die Geburtsstunde Londons. Die Römer hatten ein Gespür für Orte, an denen sich Städte gründen ließen. Als sie die Themse erreichten, sahen sie, dass dort die richtige Stelle für eine Hauptstadt war. Hier war die flachste Stelle der Themse und die Möglichkeit, einen Hafen anzulegen. London war also in zweifacher Hinsicht ein idealer Platz. Der Grund für Londons rasches Wachstum in der Römerzeit ist natürlich der Fluss. Nahe der heutigen London Bridge, an der engsten Stelle,
bauen die Römer eine Brücke. Diese erste Brücke über die Themse verbindet das Nordufer mit einer damals sumpfigen Insel, heute der Londoner Bezirk Southwark. Dieser südliche Übergang ermöglicht Straßenverbindungen zwischen Süd- und Ostengland sowie dem Norden. Als die römischen Legionen an die Themse kamen, brauchten sie einen sicheren Übergang. Das zog sofort Händler an, die sich häuslich niederließen. Der Übergang dehnte sich rasch aus und wurde zu einem Handels- und Verwaltungszentrum. Doch im Jahre 60 ändert sich alles. Die Britenkönigin Boudicca überrennt Südengland. Der Grund? Abtrünnige römische Soldaten haben ihre Töchter vergewaltigt. Nach einer Blütezeit von kaum 20 Jahren fällt London diesem Rachefeldzug zum Opfer. Die Stadt wird dem Erdboden gleichgemacht. Nach der Niederschlagung des Aufstandes muss die römische Provinzverwaltung sie von Grund auf neu aufbauen. Diesmal gehen die Römer klüger vor. Archäologen entdeckten ein Meisterstück römischer Baukunst, eine gewaltige Stadtmauer. Das Entscheidende daran ist das Material. Sie ist nicht aus Holz, sondern aus Stein. Die Mauer sorgt nicht nur für Schutz. Ihr Bau kennzeichnet auch Londons Übergang vom Dorf zur Stadt. Die römische Mauer war ein gigantisches Bauwerk, für das Tausende von Arbeitern nötig waren. Diese Mauer war das ehrgeizigste Bauprojekt, das die Römer während ihrer Anwesenheit durchführten. Die Steine stammen aus 100 Kilometer entfernten Steinbrüchen. Mehr als 1 Million Blöcke werden mit Booten in schätzungsweise 1700 Fahrten herangeschafft. Die Bauzeit beträgt 10 Jahre. Schließlich ist die Mauer über 6 Meter hoch und an der Basis 3 Meter dick. Um das Jahr 250 nach Christus hat London 30.000 Einwohner. Die Stadtmauer umschließt eine Fläche von 120 Hektar. Sie bildet die Grenze einer geplanten Stadt mit einem geordneten Straßennetz und imposanten öffentlichen Gebäuden. Es sollte die letzte umfassende Stadtplanung sein, die London je erlebte. London ist seinen militärischen Ursprüngen rasch entwachsen. Noch heute finden sich sensationelle Belege dafür, dass aus dem Soldatenlager bald eine geschäftige Stadt wurde. Diese Baustelle in Südlondon suchen Archäologen vor Baubeginn nach verborgenen Schätzen ab. Schon bald gibt der Boden einen kostbaren Fund frei. Dicht unter der Erdoberfläche wurde diese Steintafel entdeckt. Ihre Inschrift versetzte die Archäologen in Hochstimmung. Das ist ein einzigartiger und sehr wichtiger Fund. Diese Inschrift ist der erste Beleg für den Namen London. Es ist die früheste Niederschrift des Namens London weltweit. Obwohl die Tafel unvollständig ist, fanden Experten heraus, dass die Inschrift den Göttern gewidmet ist. Sie wurde verfasst von einem Mann aus Gallien namens Tiberinius, der mit den Londonern Handel trieb. Er kommt vom Kontinent, über den Kanal und ist stolz darauf, dass er ein erfolgreicher Händler in London ist, einer großen neuen Stadt in einem neuen Gebiet des Römischen Reiches. Es bedeutete viel für ihn, hier zu sein. Die Stadt erlebt ihr erstes goldenes Zeitalter, 200 Jahre lang. Doch im Jahre 410 bricht das römische Imperium zusammen. Die Römer verlassen London. Ohne das Handelsnetz der Römer geht es mit der Stadt bergab. Aber dank ihrer günstigen Lage und den mächtigen Befestigungen bleibt sie ein attraktiver Standort für neue Herrscher. Allmählich lebt die verlassene Stadt wieder auf und wird im 11. Jahrhundert zum Regierungssitz des Königshauses. Wieder ist es der Fluss, der den Seehandel beflügelt, und bald floriert die Stadt. Die Einwohnerzahl steigt rasch auf 40.000 an. Bald platzt London aus allen Nähten und die alte Römerbrücke verfällt. Es muss etwas getan werden. London hat heute 30 Brücken. Im Mittelalter
gab es nur eine einzige. 1209, nach jahrelanger Instandhaltung der alten Römerbrücke, erhält die Stadt endlich ein dauerhafteres Bauwerk. Die erste steinerne Brücke über die Themse. Doch dies ist mehr als nur eine Brücke. Auf ihr stehen Läden, Wohnhäuser, eine Wassermühle, sogar eine Kapelle. Es handelt sich um einen vollständigen Straßenzug über dem Wasser. Die London Bridge galt als ein Weltwunder. Die Brücke war von Anfang an der Mittelpunkt des Londoner Lebens, des Handels, der Feierlichkeiten. Sie war eine kleine Welt für sich, eine Stadt auf einer Brücke. Die Bauzeit beträgt 33 Jahre. Die Brücke ist für die damalige Zeit ein geniales Bauwerk. Für Konstrukteure liegt der wichtigste Teil der Brücke unter Wasser. Denn damals wie heute ist das größte Hindernis für Brückenbauer die Themse selbst. Oder vielmehr ihre ungeheure Gezeitenströmung. Die Millennium Bridge ist die neueste Brücke über den Fluss. Sie wurde 2002 eröffnet. Einer der führenden Bauingenieure Großbritanniens, Chris Wise, war an der Konstruktion der Millennium Bridge beteiligt. Er kennt die enormen Kräfte, die das Wasser hier entfaltet. Es fließt schneller, als man gehen kann, fast im Joggingtempo. Wenn man etwas ins Wasser stellt, wird es umgerissen. Die Millennium Bridge ruht auf zwei riesigen Betonpfeilern, die tief im Flussbett verankert sind. Noch heute gestaltet die Strömung der Themse den Brückenbau schwierig. Wir haben so viel Zeit und Mühe in die Fundamente der Millennium Bridge gesteckt, dass ich mich wirklich frage, wie die Leute im Mittelalter das bloß geschafft haben. Chris Wises mittelalterlicher Vorgänger war ein unbekannter Londoner Pfarrer, Peter von Coalchurch. 1176 beginnt Coalchurch mit dem Bau. Er verwendet ein einfaches, aber wirksames Prinzip zum Versenken der Fundamente. Eine auf Kähnen montierte Ramme treibt einen Ring hölzerner Pfähle in das Flussbett. Schutt wird zwischen die Pfähle gekippt und bildet einen festen Unterbau für die Errichtung der Pfeiler. Wie man heute weiß, hätten diese Pfeiler der unablässigen Fließkraft des Flusses kaum standgehalten. In einem Testlabor für Wasserbau demonstriert Wise die Wirkung der Gezeitenströmung an einem Modell der mittelalterlichen Brückenfundamente. Wir haben Bedenken, ob das Flussbett um diese Konstruktion herum standhält. Man muss bedenken, dass pro Sekunde 3000 Tonnen Wasser die Themse hinabfließen. Diesen gewaltigen Kräften musste die alte London Bridge standhalten. Das Becken wird geflutet. Eine Wellenmaschine erzeugt Strömung. An der Oberfläche ist diese Strömung kaum sichtbar. Unter Wasser sieht die Sache ganz anders aus. Am Fuß der Pfeiler wäscht die Strömung das Flussbett um die Pfähle herum aus. Man nennt das Auskolken. Nach einiger Zeit ist das Flussbett völlig fortgespült. Die Pfähle, die den Pfeiler tragen, fallen einer nach dem anderen um. Die Folge? Der Brückenpfeiler neigt sich gefährlich zur Seite. Um dieses grundlegende Problem zu umgehen, wendet der mittelalterliche Konstrukteur der London Bridge, Peter von Coalchurch, ein geniales Verfahren an. Er umgibt jeden Pfeiler mit einer bootsförmigen Insel aus Schutt, jeweils 11 Meter breit und 50 Meter lang. Sie dienen als Wellenbrecher. Doch nach 600 Jahren werden die Wellenbrecher zum Problem. Der Verkehr auf dem Fluss ist so dicht und die Schiffe so groß, dass die niedrigen und engen Bögen der Brücke den Oberlauf der Themse für die Schifffahrt blockieren. Die London Bridge ist längst kein Eingangstor zur Stadt mehr. Sie ist ein Hindernis, das beseitigt werden muss. 1831 wird die Brücke abgerissen und durch eine neue ersetzt. Doch ihr Einfluss auf Londons Geschichte steht außer Zweifel. Die London Bridge hatte eine ungeheure Wirkung auf Handel und Leben des ganzen Landes. Erst durch die Brücke wurde London zu dem, was es heute ist. In den folgenden 45 Jahren dehnt sich London nach Osten aus und braucht dringend einen neuen Flussübergang. Weil die alte London Bridge ein Hindernis für die Schifffahrt war, muss eine neue Brücke es den Schiffen ermöglichen, den oberen Teil des Flusses zu erreichen. Die Stadt schreibt einen Wettbewerb aus.
Und der Siegerentwurf ist heute das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt, die Tower Bridge. Die Tower Bridge verdankt ihrem mittelalterlichen Vorläufer einiges. Man beachte die Wellenbrecher und die beiden kunstvollen Türme, die der Brücke ihren Namen gaben. Doch sie ist weit mehr als nur ein Denkmal vergangener Zeiten. Hinter dem mittelalterlich anmutenden Äußeren verbirgt sich eine wunderbare viktorianische Konstruktion. Zu ihrer Zeit war sie die größte und modernste Klappbrücke der Welt. Das Geniale an dieser Konstruktion ist, dass die Brücke wie ein Tor funktioniert. Sie lässt sich öffnen, damit große Schiffe passieren können. Die Brücke besteht aus 11.000 Tonnen Stahl, verkleidet mit Granit aus Cornwall und Portlandstein. Ihre Bauzeit betrug 8 Jahre. Massive Gegengewichte heben die Fahrbahnhälften in nur einer Minute. In den Pfeilern halten die Mechaniker die alte Hebemaschinerie auch heute noch blitzblank. Das ist einer unserer schönen viktorianischen Antriebsmotoren. Sie wurden bis 1973 zum Heben der beweglichen Teile der Brücke verwendet, damit der Schiffsverkehr passieren kann. In diesen Zylindern wurde mit Dampf eine Drehbewegung für die Antriebswellen erzeugt. Diese wunderschöne Maschinerie wurde inzwischen von modernen ölhydraulischen Antriebseinheiten abgelöst. Die Geräte aus dem 19. Jahrhundert funktionierten noch gut, aber die Betriebskosten waren zu hoch. Früher brauchte man 90 Arbeitskräfte, heute mit den neuen Antriebseinheiten genügen 15. Trotz der neuen Motoren sind alle mechanischen Teile der Brücke noch funktionsfähig. Doch die Brücke ist mehr als nur eine hervorragende Konstruktion. Sie trug wesentlich zum Wachstum Londons bei. Ihr Bau erhielt der Stadt den pulsierenden Handel. Sie blieb ein dynamisches Handelszentrum. Ohne diese wundervolle Hebebrücke wäre es nie dazu gekommen. Der technische Einfallsreichtum ermöglichte den Fortbestand des Hafens. Im 17. Jahrhundert erreicht Londons Einwohnerzahl 200.000 Menschen. Das mittelalterliche Stadtbild hat sich kaum verändert. Holzhäuser stehen dicht an dicht. Die Stadt ist schmutzig und übervölkert wie nie zuvor. So ist die größte Katastrophe, die London seit der Pest heimsuchen sollte, vorprogrammiert. Sonntag, 2. September 1666, kurz nach Mitternacht. In Londons Pudding Lane geht der Bäcker Thomas Farrinor zu Bett. Er ist sich sicher, die Glut in seinen Öfen gelöscht zu haben. Doch Farrinor irrt sich. Es ist Spätsommer, heiß und trocken. Starke Winde vom Fluss her fachen die Flammen an. Die dicht stehenden Holzhäuser brennen wie Zunder. 5 Tage dauert das Inferno. 13.000 Häuser verschlingen die Flammen. 80.000 Menschen sind obdachlos. Nur die Themse verhindert eine weitere Ausbreitung des Feuers. Fast 160 Hektar der Hauptstadt liegen in Schutt und Asche. Viele Londoner ziehen fort. Die gesamte Innenstadt muss neu aufgebaut werden. Doch diese Herausforderung ist eine fantastische Chance für eine der führenden Persönlichkeiten der Stadt, Sir Christopher Wren, Mathematiker, Astronom, Erfinder und Architekt. Wren ersinnt einen revolutionären Plan, um die Menschen zur Rückkehr zu bewegen. Er will London in großzügigem Maßstab neu entstehen lassen. Eine lichterfüllte Stadt, in der reizvolle Boulevards große Plätze verbinden, die wiederum zu Kirchen und imposanten öffentlichen Gebäuden führen. Er wollte London wiederherstellen, und zwar in einer stringenten Form, die sich mit den Hauptstädten des Kontinents messen konnte, insbesondere mit Paris, der großen Handelskonkurrenz. Zu Wrens großer Enttäuschung wird sein Plan abgelehnt. Er scheitert an den Kosten, der Politik und persönlichen Interessen. Hätte man seine Vision realisiert, sähe London heute völlig anders aus.
Es war viel einfacher, die früheren Häuser auf den alten Fundamenten wieder aufzubauen. Aber das verhinderte natürlich jedes übergreifende Konzept. Doch ein Teil seiner Vision lässt sich verwirklichen. In 35 Jahren unbeirrbaren Schaffens erbaut Wren sein Meisterwerk, St. Paul's, Londons größte Kathedrale. Wrens Konstruktion ist kühn und radikaler als alles, was er je konstruiert hat. Vor allem bei einem Teil des Bauwerks geht er ein enormes Risiko ein, der fantastischen Großkuppel. Die Kuppel allein wiegt ungeheure 67.000 Tonnen. Seit Jahrhunderten schwebt sie über der Stadt, praktisch von jeder Straßenecke aus zu sehen. Doch der Bau dieser gigantischen Kuppel erfordert eine revolutionäre Bautechnik, denn ihr Konstrukteur, Wren, will das Unmögliche bauen. In diesen Teil von St. Paul's kommt kein Tourist. Das Innenleben der Großkuppel ist allein das Reich von Architekt Martin Stancliffe. Er ist der Bauinspektor von St. Paul's. Je vertrauter einem das Bauwerk wird, desto mehr überwältigt einen die Genialität Wrens. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er nie zuvor etwas in diesem Maßstab erbaut hatte. Die Kuppel ruht noch heute auf dem ursprünglichen Mauerwerk und Gebälk, inzwischen seit fast 300 Jahren. Das Gewicht der Kuppel übt auf den Unterbau einen ungeheuren Druck aus. Als Gegenmaßnahme ersann Wren eine geniale Lösung, die dem bloßen Auge verborgen bleibt. Eine Kette von Eisenklammern rund um die Basis der Kuppel. Sie liegen innerhalb des Mauerwerks verborgen. Doch ohne sie würde das Ganze auseinanderbrechen. Seit der Fertigstellung im Jahre 1711 zieht St. Paul's Besucher aus aller Welt an. Ein Triumph, den Sir Wren noch miterleben darf. Londons Chance, als moderne Stadt neu zu entstehen, ist vertan. Trotz neuer Gebäude bleibt die Stadt ein Gewirr enger mittelalterlicher Straßen, von denen es heute noch viele gibt. Sie geben den älteren Stadtteilen ihren typischen Charakter, auf den die Touristen kaum verzichten möchten. Ungeachtet der Enge gewinnt London im 17. und 18. Jahrhundert weiter an Größe und Wohlstand. 1801 hat London fast 1 Million Einwohner und ist mit Abstand die größte Stadt Europas. Der Außenhandel erreicht mit der Entstehung des British Empire einen Höhepunkt. Im Hafen von London stapeln sich Tee aus Indien, Seide aus China, Gewürze aus Fernost. Doch es gibt ein Problem. Die Kai-Anlagen können den Schiffsverkehr kaum noch bewältigen. Ende des 18. Jahrhunderts liefen jährlich 14.000 Schiffe London an. England war die erste Industrienation der Welt, London das Zentrum eines gewaltigen Handelsimperiums. Die Anlagen, noch aus elisabethanischer Zeit, konnten den Andrang der Schiffe nicht mehr bewältigen. Die Londoner Kaufleute haben keine Wahl. Sie beschließen den Bau neuer Hafenanlagen. Während der nächsten 100 Jahre werden 9 neue Hafenbecken gebaut. Eine enorme Expansion. Der Umfang der Hafenanlagen ist gewaltig. Es war damals die größte planvolle Erweiterung Londons seit der Brandkatastrophe von 1666. Weite Flächen neben dem Fluss werden ausgeschachtet, um Liegeplätze für die Schiffe zu schaffen. Zu diesem Zeitpunkt ist es das größte Bauprojekt der Welt. Die Hafenanlagen verändern das Aussehen der Themse und schaffen einen riesigen neuen Londoner Bezirk, East End. Tausende strömen dorthin, um im Warenumschlag zu arbeiten oder in den Fabriken, die entlang der Docks entstehen. Doch der Hafen lässt London nicht nur größer werden. Er sorgt auch für immensen Wohlstand. Banken, Versicherungen und Börsen verdanken ihre Entstehung dem Warenumschlag des Hafens. Eine Firma begann in einem kleinen Kaffeehaus in der Stadt und wurde schließlich zu Lloyd's of London.
heute einer der größten Versicherungen der Welt. Die Docks leisten London 170 Jahre lang gute Dienste. Doch in den 60er Jahren ist ihre Zeit abgelaufen. Der moderne Containerverkehr macht die herkömmlichen Kaianlagen überflüssig. Was in 100 Jahren erbaut wurde, wird in nur 15 beseitigt. Doch die Hafengebiete sollen bald zu neuem Leben erwachen. In den 80er Jahren bringt eine umfassende Sanierung der Wohn- und Industriegebiete neues Leben in Londons historisches East End. Es ist heute eine der modernsten Hightech-Standorte der Stadt. Nur ein paar Kräne erinnern noch an die Geschichte dieses Viertels. Ende der 80er platzte London aus den Nähten und musste sich irgendwohin ausdehnen. Man begann, die alten Hafengebiete zu erneuern. Manche nennen das Viertel Chicago an der Themse. Der höchste Wolkenkratzer Londons steht in den Docks. Heute ist das ein blühendes Stadtviertel. Man kann dort wohnen und zu Fuß zur Arbeit gehen. Es ist eine völlig neue Stadt, die zwar zu London gehört, aber zugleich für sich bleibt. Nutzt London die Themse klug, zahlt sie sich aus. Für Schifffahrt, Handel und Industrie. Doch wenn die Stadt den Fluss missbraucht, muss sie das schwer büßen. Mitte des 19. Jahrhunderts ist London bereits eine Weltstadt mit fast 2,5 Millionen Einwohnern. Doch die Infrastruktur der Stadt ächzt unter dieser Last und erreicht einen kritischen Punkt, als Abwasser in die Themse fließen und Londons erste Umweltkatastrophe auslöst. Das in den Fluss gelangte Abwasser verseucht die Wasserversorgung der Stadt und führt zur Ausbreitung einer gefährlichen Seuche, Cholera. 1848 fordert die Epidemie nicht weniger als 14.000 Menschenleben. 10 Jahre später, im Juni 1858, wird der Abwassergestank so penetrant, dass sogar die Parlamentarier flüchten. Schließlich ist die Regierung gezwungen, etwas zu unternehmen. Wie bei dem großen Londoner Brand 2 Jahrhunderte zuvor, bringt die Krise einen Mann mit Weitblick auf den Plan. Diesmal den Bauingenieur Joseph Bazalgette. Bazalgette ist leitender Ingenieur des Metropolitan Board of Works, der Aufsichtsbehörde für den Bau öffentlicher Gebäude. Er hat einen Plan zur Lösung von Londons Hygieneproblem. Die Ableitung der Abwässer über ein Netz unterirdischer Tunnel zu einer speziellen Pumpstation vor der Stadt. Ein Unternehmen mit wenig Prestige. Und Bazalgettes Errungenschaften sind heute fast völlig vergessen. Bazalgettes Kanalisation verändert jedoch das Erscheinungsbild Londons für immer. Noch heute ist sie in Betrieb. Ihr Umfang ist immens. 1000 Nebenkanäle speisen ein Netz von Hauptkanälen. Alle besitzen ein leichtes Gefälle. Den Rest erledigt die Schwerkraft. Die Arbeiten beginnen 1859. 3 Millionen Kubikmeter Erde werden ausgehoben. Das Tunnelsystem erstreckt sich schließlich über 130 Kilometer. Auf heutige Verhältnisse übertragen, belaufen sich die Baukosten auf rund 320 Millionen Euro. Doch es gibt einen Haken. Das ideale Material zum Vermauern der Ziegelsteine ist Portlandzement. Der wird sogar fester, wenn er Wasser ausgesetzt ist. Doch Portlandzement ist als instabil bekannt und reißt, wenn die Mischung nicht genau stimmt. Wie sollte man die beste Zementqualität bestimmen? Bazalgette benutzt ein genial einfaches Testverfahren für die Zugfestigkeit. Ich ziehe diesen Hebel, Bleischrot fällt in den Eimer und wir werden sehen, an welchem Punkt diese Charge von Portlandzement bricht. Na bitte. Jetzt muss ich nur noch den Eimer abnehmen und wiegen. Dann sehen wir, wie viele Pfund pro Quadratzoll der Druck betragen hat. Etwa 340. Demnach eine sehr gute Charge. Bazalgette ist geradezu besessen von der Qualitätskontrolle. Er besteht darauf, dass jede Charge geprüft wird. Pedantisch kümmert er sich um jedes Detail, sitzt Tag und Nacht am Schreibtisch.
Bazalgettes Mühe lohnt sich. Die Londoner Kanalisation wird 1865 eröffnet und als Sensation gefeiert. Das Herz des neuen Systems bildet eine Pumpstation, die derzeit von Grund auf restauriert wird. Von hier aus werden die Abwässer ins Meer gepumpt. Die vier speziell konstruierten Balancier-Pumpen sind die größten ihrer Art weltweit. Noch während Bazalgette seiner unterirdischen Kanalisation den letzten Schliff verleiht, bahnt sich an der Oberfläche ein weiteres Problem an. Verstopfte Straßen. Durch die anschwellende Bevölkerungszahl und die große Zahl von Pendlern ist der Verkehr in London Mitte des 19. Jahrhunderts etwa so dicht wie heute. In jeder Großstadt ist Fortbewegung ein Albtraum. Und selbst heute kommt man in London nur mit 20 Stundenkilometern voran. Früher hatte man ähnliche Probleme. Die Straßen waren verstopft, weil 2 Millionen Menschen sich durch die Stadt bewegten. Anstelle von Autos kämpften sich Pferdekutschen voran. Rinder wurden durch die Stadt zum Markt getrieben. Die Pendler nutzten auch das Eisenbahnnetz. Aber wenn sie in London eintrafen, war dort alles schon dicht. Die Lösung lag nicht auf der Straße, sondern darunter. Im Bau des ersten U-Bahn-Netzes der Welt. Dieser U-Bahnhof mitten in London liegt in einem der ursprünglichen Tunnel der tiefgeführten Piccadilly Line. Heute ist er stillgelegt, doch die verfallenden Wände enthüllen die Geheimnisse des U-Bahn-Baus. Das Interessante an diesem Tunnel ist, dass man ganz deutlich das Konstruktionsprinzip erkennen kann. Er ist völlig rund, anders als herkömmliche viktorianische Tunnel, die hufeisen- oder glockenförmig waren. Daher kommt die Bezeichnung The Tube, die Röhre, denn man befindet sich in einer riesigen gusseisernen Röhre. Die Londoner nennen sie von Anfang an die Röhre. Ihr Bau erfordert eine radikal neue Verfahrensweise. Der konventionelle Tunnelbau ist arbeitsintensiv, teuer und extrem gefährlich. Tödliche Unfälle sind an der Tagesordnung. Die revolutionäre Lösung, die diesen runden Röhrentunnel ermöglicht, stammt von dem südafrikanischen Ingenieur James Greathead, dem Erfinder des Greathead-Schildvortriebs. Greathead hatte die Idee, einen großen Eisenzylinder zu konstruieren, der die Tunnelbauer beim Graben schützte und zugleich hinter ihnen den Einbau vorgefertigter Tunnelsegmente ermöglichte. Ein Stahlring wird mit hydraulischen Stempeln in den Lehm gepresst. Dann entfernen die Tunnelbauer das Material innerhalb des Rings und die Stempel werden eingefahren, sodass dahinter ein weiteres gusseisernes Tunnelsegment eingefügt werden kann. Nun wird der Ring aufs Neue in den Lehm gepresst. Im Mai 1886 beginnen die Arbeiten an der ersten tief geführten Untergrundbahn der Welt. 1888 bewältigen die Arbeiter im Schnitt 30 Meter am Tag. Für die damalige Zeit eine enorme Leistung. Die Londoner nehmen The Tube sofort an. Am ersten Tag benutzen 30.000 Menschen die Metropolitan Line. 1900 hat sich diese Zahl um das Achtfache gesteigert. Und heute verbucht die Londoner U-Bahn jährlich über 1 Milliarde Fahrgäste. Der Erfindergeist James Greatheads wirkt bis heute fort. Auch das größte Tiefbauprojekt Großbritanniens wird nach seinem Prinzip durchgeführt. Tief unter der Themse bohrt eine 5.500 Tonnen schwere Tunnelbohrmaschine eine 2,4 Kilometer lange Röhre. Dieser Tunnel gehört zur neuen, 110 Kilometer langen Schnellbahnverbindung von London zum bereits existierenden Kanaltunnel, der England mit Frankreich verbindet. Auch heute dient die Tunnelbohrmaschine als riesige Röhre zum Schutz der Arbeiter bei der Auskleidung des Tunnels. Das Verfahren zum Vorschub der Tunnelbohrmaschine und dem Einbau vorgefertigter Segmente wird noch heute angewendet. Wir verwenden hochentwickelte Maschinen für enorme Vortriebsleistungen, bei Bodenbedingungen, die man sich kaum vorstellen kann. Ohne Greathead und seine Maschinen würde es das alles nicht geben.
London erlebt ein enormes Wachstum, als die U-Bahn bis in die Vororte verlängert wird und die Stadt Millionen weiterer Arbeitskräfte aufnehmen kann. Zwischen 1921 und 1931 verdoppelt sich die Größe der Stadt infolge dieser Erweiterung der U-Bahn. Anscheinend kann nichts den Aufstieg der Hauptstadt bremsen. Doch die Ereignisse des 20. Jahrhunderts werfen bald einen düsteren Schatten über die ganze Stadt und ihre Vororte. Krieg bricht aus. Dieses eine Mal verrät die Themse London. 1940. Der Zweite Weltkrieg hat begonnen und England befindet sich in einem Kampf auf Leben und Tod mit Hitler-Deutschland. Geschwader von Kampfflugzeugen der Nazis greifen London an. Die Themse ist eine Landmarke, die sich nicht tarnen oder verdunkeln lässt. Sie führt die Bomber sicher ans Ziel. Die Bomber greifen als erstes das wirtschaftliche Herz der Stadt an, den Hafen. Tag und Nacht werfen sie ihre todbringende Bombenfracht über den Kaianlagen und Lagerhäusern ab. Der schlimmste Angriff findet am 7. September 1940 statt. Sie bombardierten die Docks und Lagerhäuser des Londoner Hafens unablässig, die ganze Nacht hindurch bis zum nächsten Tag. Sie verwandelten die Hafenanlagen in ein Inferno aus Rauch und Flammen. Hunderte wurden getötet, Tausende verletzt. Innerhalb von 24 Stunden vernichteten sie Sachwerte für Abermillionen von Pfund. Doch der Hafen ist nicht das einzige Ziel. Bald erlebt ganz London einen Nachtangriff. Nicht nur die Stadt wird angegriffen, sondern auch ihre 2000-jährige Geschichte. Die Londoner nennen es The Blitz. Die psychischen Auswirkungen waren verheerend. Manche benahmen sich wie Helden, andere flüchteten in die Luftschutzkeller und die Behörden fürchteten, sie würden nie wieder herauskommen. Bei Kriegsende 1945 liegt ein Drittel Londons in Trümmern. Nun beginnt das größte Wiederaufbauprogramm seit dem großen Brand fast 300 Jahre zuvor. Heute ist London ein pulsierendes Zentrum für Verwaltung und Wirtschaft, Technologie und Design. Doch die Themse, der älteste Freund der Stadt, stellt noch immer eine Gefahr dar. Als Fluss mit Gezeiten kann sie schnell über die Ufer treten. Und London sind die Schrecken einer Überschwemmung nicht fremd. Zurück ins Jahr 1928. Die Nacht des 6. Januar ist ungewöhnlich kalt. In den dicht bevölkerten Uferbezirken begeben sich wärmesuchende Bewohner in die unteren Stockwerke. Um 2:30 Uhr morgens tritt die Themse über die Ufer. Die Flut erfasst zuerst das Parlament und den Fuß des Big Ben. Das Wasser steigt auf 1,20 Meter über Straßenniveau. Verzweifelte Rettungsversuche werden unternommen, doch für die Eingeschlossenen in den unteren Etagen gibt es kein Entrinnen. 14 Menschen ertrinken. Die Katastrophe von 1928 bleibt nicht die einzige bedrohliche Überschwemmung. 1953 tritt der Fluss erneut über die Ufer. Jahrzehntelang war der Sandsack in London das einzige Mittel gegen Hochwasser. Hochwasser entstand bisher durch starke Regenfälle in Verbindung mit einer Springflut. Doch heute fürchten Experten noch eine weit größere Gefahr. Wenn ein starkes Atlantiktief den Norden Großbritanniens überquert und mit einer Springflut zusammentrifft, kommt es zu einer Sturmflut. Die Küstenlinien Europas bilden einen Trichter, der diese ungeheure Wassermenge genau auf London zufließen lässt. Sturmfluten sind dort am schwersten, wo der Verlauf der Küstenlinie die Wirkung zusätzlicher Wassermassen verstärkt. Die Nordsee gehört zu den Gewässern der Welt mit dem größten Risiko für solche Katastrophen. Sturmfluten kommen relativ häufig vor. Der Wasserstand kann dann bis zu 5 Meter über dem normalen Höchststand liegen.
Um London vor einer Katastrophe zu schützen, bedarf es einer kühnen Lösung. Das ist sie, das Themse-Sperrwerk. Die größte bewegliche Hochwassersperre der Welt. Bei Gefahr kann dieses phänomenale Bauwerk bis zu 6 Meter hohe Sturmfluten zurückhalten. Wenn es das Themse-Sperrwerk nicht gäbe oder es versagen würde, dann würden die Wassermassen flussaufwärts bis in die Stadtmitte von London vordringen. Das wären Milliarden Liter Wasser. Das U-Bahn-Netz würde sofort ausfallen. Das Wasser würde Meter hoch in den Straßen stehen. Ohne ein verlässliches Warnsystem würde es viele Todesopfer geben. Der Bau des Sperrwerkes begann 1974 und dauerte 8 Jahre. Es ist das erste Mal, dass ein von Menschenhand geschaffenes Bauwerk den Gezeitenstrom eines großen Flusses steuern soll, um London die völlige Kontrolle über die Themse zu geben. Zwischen den 7 als Wellenbrecher geformten Pfeilern liegen unter Wasser gigantische Stahltore verborgen. Bei einer Hochwasserwarnung werden die Tore gehoben und bilden eine durchgehende Stahlmauer, die den Fluss völlig abriegelt. Das Themse-Sperrwerk wurde im Oktober 1982 in Betrieb genommen. Schon 4 Monate später bewahrte es London vor einer Sturmflut. Vorerst ist London hinter seiner Stahlmauer in Sicherheit. Doch die Themse hat womöglich noch mehr mit London vor. Manche Fachleute glauben, künftige Sturmfluten könnten aufgrund der globalen Erwärmung noch größer und noch stärker sein. Ein weltweiter Temperaturanstieg wird zu schwereren und häufigeren atlantischen Sturmfluten führen. Wenn es immer mehr werden, könnte das Themse-Sperrwerk bald an seine Grenzen stoßen. Experten sagen voraus, dass binnen 20 Jahren Flutwellen das Sperrwerk durchbrechen und die Stadt bedrohen könnten. Die Ingenieure und Wissenschaftler Londons werden aufs Neue auf die Probe gestellt. London ist der Phönix von Großbritannien. Krieg, Zerstörung, Feuer, Seuchen, Hochwasser, welcher Schicksalsschlag die Stadt auch trifft, sie erhebt sich immer wieder. Entscheidend für ihren Fortbestand sind rechtzeitige technische und wissenschaftliche Innovationen. Und Bauwerke wie das London Eye, das größte Riesenrad der Welt, sind Ausdruck dieses Geistes. Londons größte Herausforderung bleibt die Zähmung seines gewaltigen Flusses. Doch vorerst können seine Bürger ihre 2000-jährige Geschichte bewahren und die Menschen ehren, die diese Stadt schufen.